es in Wien nicht notwendig ist, einen Schulversuch einzuführen, in dem, ich übertreibe jetzt, in einer Klasse ein blindes Kind, ein taubstummes Kind, ein behindertes Kind sitzt, nur um des Versuches wegen. Ja, dass es solche Schulen überhaupt noch gibt, liegt sicher daran, dass erst in der letzten Zeit ein gewisser Umdenkprozess eingesetzt hat. Zum einen auf Erfahrungen aus dem Ausland gründen, zum anderen aber sicher auch durch gewisse selbstkritische Überlegungen der Sonderschullehrer, die ja diese negativen Nebenwirkungen auch bemerken und sehen. Zum anderen aber sicher auch durch sehr starke Elterninitiativen. Wir haben in den letzten Jahren eigentlich zunehmend auch versucht, diese Bewegung hin zu einem gemeinsamen Unterricht mitzuvollziehen und sukzessive auch auszuweiten und auszubauen. Allerdings haben wir in Österreich ein Schulsystem, das eben jahrelang darauf abgezielt hat, behinderte und nicht behinderte Kinder getrennt zu unterrichten. Ich bin überzeugt, dass es eines Tages in Österreich neben den Sonderschulen auch integrative Schulformen gibt, nicht nur in der Volksschule, auch in der Hauptschule, in denen behinderte Kinder ganz selbstverständlich mit gesunden Kindern unterrichtet werden. Ein solches Netz wird eines Tages das ganze Bundesgebiet überziehen. Dort, wo die Integration wirklich als Integration aufgefasst wird, also nicht die Kinder immer wieder auseinandergehen, sind die Erfahrungen ausgezeichnet, und zwar sowohl was die behinderten Kinder anlangt, als auch was die sogenannten nicht behinderten Kinder anlangt. Ich sage immer, behindert sind wir eigentlich alle in irgendeiner Form. Im Juni 1992 gab Bundesminister Dr. Rudolf Scholten folgende Grundsatzerklärung ab. In Abkehr von der bisher verfolgten Zielsetzung, in gesonderten Bildungseinrichtungen die beste mögliche Schule für behinderte Kinder zu entwickeln, sieht das Unterrichtsministerium die Entwicklung einer Schule unter Einschluss aller Kinder als zentrale Notwendigkeit zur Wahrung des Wohles behinderter wie nicht behinderter Kinder. Integration kann nur als andauernder Prozess verstanden werden. Das bedingt, dass man bislang als Grenzen verstandene Hindernisse als Aufgabe definiert, für die Wege und Lösungen gesucht werden müssen. Dabei muss auch anerkannt werden, dass es Probleme und Schwierigkeiten für alle Beteiligten geben wird, an denen sie aber letztlich menschlich und pädagogisch wachsen und reifen können. Es wäre aber vermessen zu behaupten, dass in der jetzigen differenzierten Schulorganisation nicht gleichfalls ungelöste Probleme bestehen würden. Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie im Namen der Arbeitsgemeinschaft für Integration behinderter Kinder Vorarlberg zum 9. österreichischen Symposium für die Integration behinderter Menschen. Der Herr Bundesminister für Unterricht und Kunst, Dr. Rudolf Scholten, hat in der parlamentarischen Diskussion der 15. GOG-Novelle den Vorwurf, er sei vor den Eltern in die Knie gegangen, sehr elegant pariert. Er hat geantwortet, lassen Sie mich das grammatikalisch etwas umformulieren, ich bin vor den Eltern nicht in die Knie gegangen, sondern auf die Knie. Und ich glaube, das ist das beste Kompliment, das man in diesem Zusammenhang den Elterninitiativen machen muss, die glücklicherweise auch rechtzeitig erkannt haben, dass sich eine Bewegung nicht primär auf die Verwaltung zu richten hat, sondern auf die Gesetzgebung. Also 1984 haben wir uns als Gruppe zusammengefunden, sehr zufällig, als Eltern von Schulanfängern und haben einen Schulversuch, der von der Schulpsychologin Traudl Schleichert und von der Sonderschullehrerin Brigitte Leimstettner schon zu Papier gebracht war,
versucht, in die Realität umzusetzen. Und wir haben ein ungeheures Novum, weil ich glaube, es hat noch nie eine Elterngruppe versucht, einen Schulversuch einzureichen. Rückblickend denke ich mir, war das ein Ritt über den Bodensee? Aber er hat sich ausgezahlt. Das Unterrichtsministerium macht seit dem heurigen Mai zweimal im Jahr eine österreichweite Befragung von Eltern, auch Lehrern, zu Schulthemen. Und da gibt es eine Position, die beschäftigt sich mit der schulischen Integration behinderter Kinder. Und die Frage heißt, um körperlich und geistig behinderte Kinder nicht auszugrenzen, sollen diese künftig gemeinsam mit anderen Schulkindern unterrichtet werden. Halten Sie eine solche Integration von behinderten Kindern grundsätzlich für richtig oder halten Sie das für falsch? Und da haben wir erreicht, und ich glaube, das ist etwas, was wir uns auf die Fahnen schreiben können, dass 65% der Befragten es für richtig halten. Und was, glaube ich, noch viel spannender ist im Hinblick auf die Diskussion um die Sekundarstufe, an der AHS halten es 72% der Eltern für richtig, dass körperlich und geistig behinderte Kinder integriert werden. Nur 10% halten es für falsch. Ich glaube, mit der Schere, so wie Gehirnwindungen, das ausschneiden und wie Spaghetti das Ganze zum Ausdruck bringen. Ja? Integration Österreich ist also der Zusammenschluss aller Elterninitiativen österreichweit. Wir haben als Basis durch unsere Beharrlichkeit, durch unsere Argumente und durch unsere kompetente Überzeugungskraft ganze 5 Schulgesetze verändert. Wir haben sozusagen an den Grundfesten des österreichischen Schulsystems gerüttelt. Durch unsere emotionale Kraft wurde eine für die Zukunft sehr weitreichende schulische Reform in Gang gesetzt. Und da sollte man vielleicht doch ein bisschen nachdenken drüber, was ganz normalen Bürgern passieren muss, damit sie zu solchen Dingen greifen. Und das waren nicht Revolutionäre, die das gemacht haben, und das waren nicht irgendwelche Linke oder Kommunisten oder was wir alles damals noch gehört haben, was wir seien, sondern es waren wirklich ganz, ganz normale Durchschnittsbürger, die nur so einen Leidensdruck gehabt haben, im Eltern von behinderten Kindern, die man massiv Unrecht getan hat. Alles, was wir aufzeigen an Dingen, die noch zu verbessern wären, stößt halt zunächst einmal auf eine befremdete Reaktion. Wir haben auch die Zusagen bekommen, Unterstützung zu finden, auf der Suche nach entsprechenden Lehrern oder entsprechenden Schulen, die bereit wären, uns entgegenzukommen. Viele Eltern haben gegenteilige Erfahrungen gemacht und sind wieder in der Situation alleingelassen. Wenn ihnen die Situation als solche nicht gefällt, dann müssen sie sich selbst in ihrer Verzweiflung oft, in der Härte der ganzen Situation auf den Weg machen, selbst mühsam Schulen ausfindig machen, Lehrer ausfindig machen, Direktoren, die bereit wären. Und in 3-4 Fällen, die sind mir namentlich bekannt, war es der Fall, dass trotz all dieser selbst zusammengetragenen optimalen Bedingungen das Veto vom Stadtschulrat gekommen ist und diese Realisierung nicht möglich war. Die Tatsache, ein behindertes Kind zu haben, war zuerst ein Schock für mich. Dann kam das Bestreben, durch intensives Therapieren ihr ein möglichst normales Leben zu ermöglichen. Heute besucht Iris die 2D des BRG Burg an der Mur, die als kooperativ integrative Klasse im Schulversuch für soziale Integration geführt wird. Iris ist das am schwersten behinderte Kind in der Gruppe, wird aber allgemein akzeptiert. Sie wurde in der ersten Klasse beinahe zur Klassensprecher-Stellvertreterin gewählt. Kinder gehen natürlich aufeinander zu. Sie haben nicht die Hemmungen aufgebaut, die wir aufgebaut haben als Erwachsene. Kinder lernen miteinander zu leben. Kinder sehen als erstes den Menschen und dann erst den Behinderten. Das zweite wichtige Element bei der schulischen Integration Behinderter an der AHS ist für mich als AHS-Lehrerin die pädagogische Seite. Überall wird heute gefordert, Teamfähigkeit,
Eigenständigkeit im Wissenserwerb. Es wird offener Unterricht verlangt, projektorientierter Unterricht steht im Lehrplan. Behinderte zu integrieren bedeutet, sich dieser modernen Methoden zu bedienen. Man kann ihnen nicht gerecht werden, wenn man nicht mit solchen Methoden arbeitet. Ich möchte mit einem Ausspruch von Professor Vierlinger schließen, der gesagt hat, hören wir endlich auf, die Kinder so lange auszuwählen, bis sie auf einen Lehrerkopf passen, und fangen wir an, die Lehrer so auszubilden, dass sie allen Kindern gerecht werden können. Meiner Meinung nach besteht das Erziehungswesen derzeit in einer gewissen Krise, als es mit der herkömmlichen frontalen Didaktik die Bedürfnisse der Kinder nicht mehr befriedigen kann. Und eine Ausbildung zum Integrationslehrer wäre gleichzeitig eine Ausbildung zu einem guten Regelschullehrer. Naja, meine Ausbildung liegt schon länger zurück. Da war von Integration, wenn überhaupt, dann nur als Wühlarbeit die Rede, als einzelne Störenfriede. Und das haben wir ja auch früher schon gehabt, die sogenannten wild integrierten Kinder, die Illegalen. Ich kann es nicht beurteilen, nehme nur mit Erstaunen und Bedauern zur Kenntnis, dass es offenbar sehr schwer fällt der Pädagogischen Akademie, in so, würde man sagen, exponierte Klassen, wie wir es sind, auch Studenten hinzuschicken. Josef Reichmeier, ein J. Da drunter in die nächste Zeile. Ein J. Ein O. Ich denke, es ist konsequent heute, sich auf einem Integrationssymposium mit der Frage der Fortführung der Integration sozusagen in der Mittelstufe und in der Oberstufe intensiv zu befassen, denn wir werden es hier mit einer Art Neuentwicklung zu tun haben. Eine Art Neuentwicklung der Art, dass wenn gerade Sie, liebe Eltern, dafür sich einsetzen und kämpfen, in die Mittelschule, in die Oberschule hineinzudringen mit dem Integrationsgedanken, Sie sagen werden, es war ein leichtes, vom Kindergarten in die Grundschule zu kommen, auch wenn wir damals in diesem Übergang glaubten, daran verzweifeln zu müssen. Integration geht eigentlich erst im pädagogischen Sinne wirklich los an der Schwelle von der Grundschule in die Sekundarstufe. Bei mir hat sich allerhand bewegt und vor allem deshalb, weil wir oft jetzt so unzufrieden sind und so einfach uns überfordert fühlen, und mir ist das auch heute wieder so bewusst worden, wie ein Herr Feuser sagt, wir Eltern müssen kämpfen für die Lehrerausbildung und wir Eltern müssen kämpfen für ein sonderpädagogisches Zentrum ohne Schüler und ohne Unterricht. Und wir sind uns dessen bewusst, dass wir das müssen, wir sind uns aber auch unserer Grenzen bewusst. Und manchmal vergessen wir uns darüber zu freuen, was wir alles erreicht haben. Ja, das Miteinanderarbeiten in der Werkstätte ist durch die Vielseitigkeit der Menschen, die drinnen beschäftigt sind, ganz ein gutes Ergänzen untereinander auch. Also dadurch, dass wir nicht nur Beschäftigungstherapie drinnen haben, ist es also ein ganz starkes Voneinanderlernen. Das Schwache lernt von Stärkeren, beziehungsweise der sozial nicht so Integrierte lernt von sozial tätig zu werden, indem er einfach einen stark oder stärker behinderten Menschen behilflich ist bei gewissen Tätigkeiten, also ihn unterstützt. Entstanden ist aus dem Bedürfnis der Eltern, die ihre Kinder im ersten integrativen Schulversuch gehabt haben, ihre Kinder weiter in irgendeiner Form integrativ leben zu lassen. Und es hat kein Projekt und keine Initiative herunter gegeben, die das schon geleistet hat. Und da waren eben die Ansätze, erstens in der Arbeit selbst integrativ zu arbeiten. Das heißt also, dass Behinderte und Nichtbehinderte unmittelbar zusammenarbeiten,
aber auch Aktivitäten machen, die im täglichen Leben gebraucht werden. Das heißt Einbindung ins Dorfleben. Zur gesellschaftlichen Akzeptanz von Behinderungen und damit zu den allgemeinsten Voraussetzungen von integrativer Erziehung gehört auch, ob Menschen mit Behinderungen in der Gesellschaft präsent sind. In den öffentlichen Verkehrsmitteln, am Arbeitsplatz, in einem Restaurant, am Urlaubsort, wo begegnen wir Menschen mit Behinderungen? Sie sind nicht da.